Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Schön, dass du vorbeischaust. Ich habe mir ein neues Produkt für meinen Computer gekauft, und zwar eine PCI Express Soundkarte oder Soundblaster. Jo, für den PCI Express Anschluss oder Steckplatz besser gesagt. Wie soll ich sagen? Das ist, man hat zwar, also ich fange mal von vorn an. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den Dennis. Seinen Kanal werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Mit ihm habe ich schon ein bisschen geschrieben. Da habe ich schon mal meine Situation erklärt, dass ich ihm halt bei vielen Programmen und Spielen keine 5.1 Sound habe, obwohl es halt da steht. Ich habe einen Onboard-Sound, und zwar den Realtek HD. Der ist auch aktuell auf den aktuellsten Stand gewesen. Ihr habt ja gesehen, ich habe die GeForce GTX 970 Soundkarte. Auch auf dem aktuellsten Stand, die ganzen Treiber. Und trotzdem habe ich den Ton, da läuft nicht auf 5.1. Ich muss dazu sagen, meine Anlage ist nicht über, also der PC, also das HDMI, also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin kein Freund von Kabelanschlüssen oder jetzt überhaupt Steckverbindungen, die irgendwo durchgeschliffen werden müssen oder sollen. Also das heißt, ihr kennt es ja vielleicht, viele haben das ja, ihr habt was ich, eine Spielekonsole oder einen DVD-Player oder einen BD-Player besser gesagt mit HDMI-Anschluss. Und um jetzt, wenn ihr jetzt eine moderne Anlage habt, den HDMI, wie sagt man, also diesen High-Definition-Sound zu genießen, also jetzt Dolby Digital, also Dolby True HD und DTS HD zu genießen, müsst ihr eben halt von der, mach ich jetzt Beispiel Spielekonsole, von der Spielekonsole in die Anlage und von der Anlage dann in euren TV. Und das bin ich, da bin ich kein Fan von, weil wenn man die Anlage spinnt und so, ist der Ton weg und oder das Bild weg, besser gesagt. Also ich mag es immer direkt. Deswegen habe ich auch einen BD-Player, wo zwei HDMI-Ausgänge sind, einer direkt fürs Bild und einer direkt für den Ton. Und so möchte ich es auch mit meinem Computer halten. Mein Computer ist direkt mit den HDMI, also von der Grafikkarte zum Fernsehen verbunden. Und der Sound kommt über einen optischen Lichtwellenleiter, also ein Toslink-Kabel. Da ist meine Anlage damit verbunden, weil ich habe eine ältere Anlage, die hat noch keinen HDMI-Input, sondern nur optisch und koaxial. Und ich habe optisch, weil wenn ich jetzt koaxial nehme, ihr kennt es ja bestimmt, diese Erdungsschleifen, dieses Erdungsbrummen. Also wenn ich jetzt mehrere Schinch und sowas dran habe, kommt dieses komische Brummen, diese Erdungsbrummen, nennt man das ja. Ich weiß, da gibt es auch Entstörungskoppler, aber die sind nicht so besonders und sind auch teuer. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich einen optischen, ein optisches Kabel benutzen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist, also ich möchte mich bedanken bei dem Dennis, weil der hat ihm halt mir einige Tipps gegeben. Der hat auch mit bei Amazon und sowas rausgesucht, was ich nehmen könnte zum Durchschleifen, also wo dieses HDMI gesplittet wird, also Bild und der Ton. Der Ton wäre sogar optisch. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund, wo das dann so irgendwie so gesplittet wird. Und ich hatte auch früher in meinem älteren PC-System eine Soundkarte gehabt, und zwar von Kreativ. Soundblaster XFI Fidelity, und zwar der FPS. Ich werde mein Bild einfügen, wenn ich es halt dann noch auf dem Rechner habe. Also mit der Soundkarte war ich sehr zufrieden. Ist halt eine PC-Soundkarte gewesen. Und habe sie damals halt verkauft. Also der PCI-Steckplatz. Ich habe kein PCI mehr, deswegen. Ich habe nur PCI Express und da geht das halt nicht rein. So. Jetzt habe ich 4 Minuten, über 4 Minuten gelabert. Aber ich habe mich endlich dazu entschlossen, mir einen Soundblaster zu kaufen. Eine ordentliche. Und zwar ist das Flaggschiff von der, von den Sound. Also wird es beworben bei Kreativ. Das Flaggschiff. Also von den PCI Express Soundkarten. Es gibt ja auch verschiedene USB und hast nicht gesehen. Aber ich wollte eine PCI-Soundkarte haben, PCI-Steckkarte, weil in Rechner halt rein. So, und das ist das Flaggschiff, so wird es halt beworben. Das ist halt die Kreativ Soundblaster ZXR. Und ich würde sagen, der sollte meine Bedürfnisse befriedigen. Weil es gibt ja einige Soundkarten, da muss ich auch noch mal ganz kurz ausholen. Tut mir leid, wenn ich zu lange schwafel. Ihr müsst dann halt vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt und mehr von der Soundkarte sehen wollt. Ich habe ihm halt wirklich lange gebraucht und überlegt. Eigentlich war ich mit meinem
Onboard-Sound relativ zufrieden. Auch seitdem ich die Soundkarte drin, die Grafikkarte drin habe, komme ich, ist der Ton, also sind einige Einstellungen weg, Equalizer-Einstellungen sind flöten, warum auch immer. Und eben halt das mit diesem 5.1-Problem hatte ich halt. Viele von euch sind auch der Meinung, man sollte eine Soundkarte analog anschließen. Also jetzt 5.1, also alles auf Schinch oder Klinke. Habe ich auch was überlegt. Es gibt ja für, sag ich mal, 70 Euro eine schöne 7.1 Soundkarte. Aber halt alles analog, obwohl zwar ein optischer Ausgang dran ist, aber der ist halt nur Stereo. Und wie gesagt, analog, Erdungsbrumm, Brummschleife wollte ich vermeiden. Ja, deswegen habe ich halt zu dieser gegriffen. Ich habe auch mit anderen überlegt, also andere Soundkarten mir zu kaufen, aber ich habe dann zu dieser genommen, weil ich wenig analog dran gehen. Und ich habe auch keinen 7.1 analog Eingang in meiner Anlage. Das auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar 7.0 Boxensystem, also ohne Subwoofer, weil ich habe keinen Platz für einen Subwoofer und meine Nachbarn bedanken sich sonst, wenn ich noch einen Subwoofer hier in die Wohnung stelle. Oder meine 24 Quadratmeter Loch im Raum. Und darum habe ich nur 7.0 und ich muss ehrlich sagen, bis auf Musik nutze ich eigentlich das 7.0 gar nicht. Also jetzt Musik, das Stereo-Signal wird halt in allen 7 Boxen aufgesplittet und man hat dann halt ein räumliches Musikgefühl. Sonst, wie jetzt auf BD, DVD, so viele 7.1 Tonquellen gibt es gar nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe lieber ein vernünftiges 5.1, also lieber einen vernünftigen 5.1 Ton oder Spur, sei es jetzt Dolby Digital oder DTS oder TuHD oder DDS-HD, als es 7.1, wo, ja, doch 7.1, wo dann eh auch nur, naja, also genau wie 9.1, 8.2 und 11.2. Wohin mit den Boxen? Ich bin ja schon mit meinen 7.0 überfordert. Also genug gelabert, er hat immer noch nichts von der Soundkarte gesehen. So eine Scheiße, gell? Ja, ich wollte mal das nur mal erwähnt haben, weil wie es zu dem Kauf gekommen ist. Und das ist halt mein Problem gewesen. Deswegen jetzt endlich diese. Klar, ich hätte auch diese ZX kaufen können oder die Z. Aber ich habe die ZXR geholt, weil die mir optisch sehr gut gefallen hat. Und die halt noch ein paar Features mehr dran hat. Aber ich sage jetzt mal, jemand, der das nur für Spiele und Home Entertainment nimmt, hätte auch die ZX oder Z holen können. Ich habe aber die ZXR, weil das ist für, also laut der Kreativseite, für Spiele, Home Entertainment, Pro Audio und Aufnahmen. Ja, deswegen. Sonst hätte ich auch wieder die ZX oder Z holen können. Jetzt gucken wir uns mal den Karton endlich aus der Nähe an. Ihr habt ja lang genug drauf gewartet. So. Hier unten sind so die Features. Wir haben SBX Pro Studio, wir haben Crystal Voice, das hat schon meine alte auch gehabt. Und das sind jetzt die zwei Punkte, die mir besonders wichtig sind, auf die man achten sollte. Und zwar Dolby Digital Live und DTS Connect. Diese zwei Sachen oder eine davon, kommt darauf an, welche Soundkarte ihr habt. Sollte es dran haben, wenn ihr einen optischen Ausgang bevorzugt. Also wie ich einer es bin. Ich möchte gerne meinen Ton über ein Toskling-Kabel, also einen optischen Lichtwellenladerschnur, haben. Wegen dem Brumm halt, ne? Das um zu umgehen. Und dann müsst ihr oder muss eine Soundkarte halt entweder das Digital Live drin haben oder das DTS Connect. Weil das Dolby Digital Live ist Echtzeitkodierung. Und dasselbe macht auch das DTS Connect. Ist dasselbe, nur halt von DTS und das halt von Dolby. Also Echtzeitkodierung. Und das sollte eure Soundkarte oder Blaster haben. Weil es gibt einige Soundkarten auf dem Markt, die ein bisschen günstiger sind, die auch einen optischen Ausgang dran haben. Aber der optische ist dann nur für Stereo. Nicht für, ja, das. Jo, dann habt ihr 3D Surround. Das kennt ihr, das von meinem Mikrofon. Das müsste das sein, was der Dennis mir erklärt hat. Dann 600 Ohm Widerstand für gute Kopfhörer. Ich glaube, das höchste, was es bei den Kopfhörern gibt. Dann der Scout-Modus, das ist angeblich für Spiele, dass man das eher hört.
Dann der Soundprozessor, das ist ein Soundcore 3D, das ist ein 4-Kern-Soundprozessor. Meine alte Soundkarte hat diese XFE-Chip drin gehabt. Das ist halt diese neuere Sache, oder jetzt wieder älter, die Soundkarte ist ja schon ein paar Jährchen alt, aber nicht günstiger geworden, trotzdem noch 200 Euro dafür bezahlt für das Teil. Dann 24-Bit, 192 kHz Stereo, dann der ASU Player und die 124 dB SNR Rauschabstand. Ja, das sind so viele Sachen, die sie hat und die sie kann. Das finde ich schon mal sehr toll. Hier sind auch noch ein paar Sachen dran. Und ihr könnt hier schon mal reingucken. Hier seht ihr mich, hallo. Ihr könnt hier reingucken. Im Fenster seht ihr da die Soundkarte, sollte das hier glaube ich sein. Und hier seht ihr das ein Tischmodul für euren Schreibtisch, wo ihr die Kopfhörerlautstärke laut und leise machen könnt und auch anders anschließen könnt. Und das ist auch gleichzeitig ein Mikrofon, ein Stereo-Mikrofon in beamförmigen Bauweise gedöns. Ja, was haben wir denn noch so hübsches? Wir fangen mal hier oben weiter an. Also, wenn wir gerade mal bei den Kartons dabei sind. Viele scheiden sich ja, viele sagen halt, ach, Soundblaster braucht man nicht mehr. Die Onboard-Sounds sind doch immer besser geworden, das stimmt. Aber naja, so hier sind ja, hier ist der Inhalt nochmal, Soundkarte, Tochterkarte mit dem optischen Ausgang und auch Eingängen. Dann das Tischregelding mit Mikrofon halt integriert. Dann ein Y-Kabel von Schinch auf Klinge. Hier ein Tosk, also ein optisches Kabel ist mit dabei. Dann nochmal so ein Schinch auf weiblich. Dann CD und ein Buch. Jo. Was haben wir hier? Genau, haben wir hier noch was an der Seite. Ja, kann man das so einigermaßen sehen. Also hier seht ihr die Einstellungssache. Das ist halt ein bisschen anders geworden. Ich bin ja mal gespannt, ob mein Problem sich dadurch behoben hat. Und wie gut der Sound jetzt halt wirklich ist. Also hier seht ihr das auch nochmal. Und hier hat er halt den optischen Out. Was mir halt sehr wichtig ist. Und ich hatte noch ein Sichtfenster, so sehen halt die Karten von hinten aus, oben die Soundkarte von hinten und unten die Tochterkarte. Jo. Und natürlich noch die Rückseite, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ein großes Teil hier. Da gibt es auch einiges zu sehen. Es gibt ja einige Bilder im Internet, wir müssen mal gucken, wo die Karte auseinandergebaut ist, weil die ist ja. Ja, der hat so ein, wie sagt man, Hülle drumherum, also ein Gehäuse. Und das finde ich auch sehr schön. Ja, hier seht ihr schon die echte Digitalisierung, Encodierung, Mikrofon, bla bla bla. Also ich finde es halt sehr schön, dass mal so ein Gehäuse drumherum ist. Sieht ein bisschen hübsch aus. Ach ja, und genau, das hier ist auch mal, haben viele Spiele auch. Das ERX Advance HD. 5.0, ich hatte damals 4.0 damals, oder auch 5.0, ich weiß es nicht mehr. Also 5.0 ist auch, haben auch viele. Das hat mir auch sehr wichtig gewesen. Ja, jetzt habt ihr eigentlich den Karton so von außen mal gesehen. Und ja genau, der ein Punkt, was ich auch noch schnell erwähnen wollte, warum eine Soundkarte auch besser ist als jetzt ein Onboard-Sound, auch wenn der sehr gut sein soll oder ist, oder ihr seid damit zufrieden. Egal was für eine Soundkarte ihr euch zulegen möchtet. Ich empfehle sowieso immer eine Soundkarte, auch wenn ich nach 3 Jahren endlich mal mir eine geholt habe. Weil, wenn ihr eine Soundkarte verbaut, hat eure CPU weniger Rechenaufgaben. Also das heißt, er muss nicht mehr so viel Rechenpower investieren, weil, ihr müsst überlegen, habt ihr einen Onboard-Sound und guckt jetzt HD-Videos oder HD-Sound, also allgemein HD-Sound, da muss der CPU das alles darstellen, also rechnen und so, bla 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 bla. Und eben halt noch den Sound noch dazu rechnen. Da sind vielleicht nur minimale Pünktchen, aber ihr wisst, wenn ihr Spieler seid oder Wert auf Performance legt, sind das wichtige Punkte. Dadurch ist eine Soundkarte immer besser. Ihr habt, also der CPU muss dann weniger machen, weil er muss dann sich um den Sound nicht mehr kümmern, weil dafür habt ihr dann den Soundcore 3D drin, in diesem Fall, mit 4 Kernen, der halt das übernimmt, der eben halt die ganze Soundrechnerei der Soundkarte abnimmt. Jo, jetzt endlich nach 15 Minuten Laberei
und Danksagung an den Dennis. Vielen Dank nochmal. Werde ich jetzt endlich mal das Ding, die Karte auspacken. Das Ding, ja, ich packe gleich mein Ding aus hier, regelhaft. So, wir machen es so oben auf. Wir klemmen es mal richtig rum. Wir machen mal hier auf und dann nehmen wir mal, wir haben sogar hier einen Einschub. Da ist, genau, das Tischmodul drin. Das packe ich mal hier auf die Seite und dann hier die Soundkarten. Ich sag Karten, weil es sind ja mehrere drin. Dann haben wir noch was. Ah, hier unten ist noch ein, seht ihr das? Ein Boden. Vielleicht. Aber wir gucken uns erstmal die Karten an, bevor ich weitermache. Oder fangen wir mal mit der Tischstation an. Ich mache mal die Tischstation. Ich tue mal wieder meinen Filz drunter legen, also meinen Schaumstoff, dass mir nichts zerkratzen. Weil ich bin in der Beziehung sehr pingelig und vorsichtig. Jo. Hat halt wirklich lange gedauert, dass ich mich dazu durchgerungen habe. Aber jetzt, seitdem man eine neue Grafikkarte drin hat und ich gerne spielt, möchte auch dementsprechend einen Sound haben. So, leer, ist nichts mehr drin. Und das ist hier immer noch fest. So. Aha, Klack hat's gemacht. So, da haben wir die Tischstation. So, ich tue mir das hier wieder ein bisschen weg. Und das ist ja auch noch so mit so, wie sagt man, mit solchen komischen. Es ist so sandig halt. Ne? Also es ist sehr gut beschützt, sag ich jetzt mal. Halt sandig. So, die Tischstation. Ja, wie sieht denn aus, die Tischstation? Sie sieht halt schön aus. Hier ist noch so eine Folie drum oben, ein weißes Klavierglanz, Lackoptik, also das ist so Hochglanz, dass hier keine Kratzer dran kommen. Ist dran. Und das Schöne ist, ihr könnt hier euer Mikrofon und den Kopfhörer einstecken mit großen Klinkstecker, ich weiß jetzt nicht den Durchmesser ganz genau, irgendwas mit 6 irgendwas. Also große. Dann hier ein Logo. Und dann hier die kleinen. Die normalen, die 3,5 sind das ja. Dann auch hier wieder hier Folie drauf und hier steht schon Headphone-Volumen, also Kopfhörervolumen. Ja. Lässt sich auch schön drehen. Und sieht auch schon oder hübsch aus. Ein Crystal Voice, blablabla. Und hier sind halt die zwei Mikrofone verbaut, also das Mikrofon verbaut. In Stereo, ja? Hier drüben nochmal, also Stereo Beam Firming oder wie das heißt. Ja, und hier hinten habt ihr eben halt, ist ein Moosgummi drauf mit schöner Umrandung und ein Gewicht, dass es halt stabil auf euren Tisch steht. Und wir haben große Kabel für die Soundkarte, die werde ich auch verwenden, vergoldet. Und man kann sie hier, glaube ich, abschrauben, genau, da könnt ihr auch dann, wenn ihr wollt, die kleinen verwenden. Auch schon die großen drauf. Die werde ich schon für meine Soundkarte nehmen. Und das Kabel ist noch, das kann man jetzt, kann ich das schlecht zeigen. Doch, hier kann ich das zeigen. Das ist hier so, hat so ein Gewebe drumherum. So ein Stoffgewebe. Das finde ich auch sehr schön, dass man halt, dass es sich nicht durchscheuert. Also bei mir bleibt sowieso nur oben stehen. Ich finde es natürlich schon mal schön, dass ein Mikro mit verbaut ist. Und weil ich sowieso mein Gehäuse, jedes Gehäuse hat ja so ein, diese Einschlüsse dran, ja, für die Kopfhörer und Mikrofone. Und weil die bei mir eh nicht angeschlossen sind, habe ich jetzt hier. Und ich kann mir sogar aussuchen, ja, groß oder klein, finde ich toll. Also das Tischteil. Das packe ich jetzt auch mal beiseite. Nur wohin? Packen wir es mal hier hin. So, jetzt kommen die Karten endlich. Auch wieder hier schön verpackt. Wir gucken, wo es aufgeht. Aufgeht, aufgeht, aufgeht. Ich denke mal hier. Oder hier. Dann schauen wir mal hier. Sieht irgendwie locker aus. Jo, sehr schön. Auch schön durchdacht. Hier ist auch noch so ein, ich denke mal, werden hier Treiber drin sein. Und hier ist dann die Karten. Karton ist wieder leer, nichts war da drin. Und hier ist, ja, keine Ahnung, auch ein bisschen vorsichtig.
Also hier ist die Soundkarte, die erste, und jetzt die Tochterkarte. Hä? Hörst du das? So, genau. Das ist nur so ein, ja, das ist hübsch aussieht, so ein Hintergrund. So, fangen wir mit der Kleinen an. Das ist die Tochterkarte. Ja, die wird, also wenn er ist kein. Nicht Wert drauf legt auf diese Tochterkarte, braucht ihr die nicht zu verbauen. Aber ich habe die jetzt mitbezahlt, also wollte ich sie verbauen. Und das Gehäuse ist aus Metall, ist kein Plaster. Also schon mal sehr schön. Hier ist der eine Chip drin. Also eigentlich ist das nur ein Gehäuse. Der Chip ist natürlich viel kleiner, der da drunter sitzt. Wie gesagt, Bilder sind im Internet zu finden. Hier sind halt nochmal die Anschlussausgänge, Eingänge. Ja, und hier ganz normal. So, das Rückenteil. Sieht man was drin? Mal reingucken. Ah, man sieht nicht viel, ne? Und hier oben ist das Verbindungsstück. Ihr müsst dann die mit der großen verbinden. Das ist dann, also den Altbau werde ich euch auch nochmal zeigen. So, ich mache die auch mal beiseite. Jetzt kommt die Hauptkarte. Ich hoffe, dass ihr noch dran seid oder dran geblieben seid. Ich weiß, es ist ein bisschen langes Gelabere. Aber das wollte ich halt gerne erwähnt haben. Warum, wieso, weshalb. So. Da haben wir die Hauptkarte. Soundblaster, SBX, Pro Studio, alles wunderschön. Auch wieder alles Metall, sieht sehr schön aus. Kratzer. Ist ein Kratzer dran. Guck mal, ist ein Kratzer. Oder ist ein Lackmacker? Ja, ich glaube, die leuchtet auch nicht, weil es gibt noch eine. Also die ZX oder die nur die Z, die leuchtet auch rot. Meine alte Karte hat auch damals rot geleuchtet. Aber es geht ja um den Ton und nicht ums Leuchten. Und hier ist immer halt der PCI-Express-Anschluss, wo es dann halt so reinsteckt. Ist halt schade, man sieht dann halt nicht viel davon, wenn man die dann so reinpackt. Aber wie gesagt, das Endresultat zählt ja. Ne? Man will ja den Ton dann haben, der dann gut ist. So, ich guck mal ganz kurz hier rein, wegen den Seriennummern, ob hier was drin ist. Ah ne, oh, was ist denn das? Ah, hier ist das optische Kabel, das Tostlink-Kabel. Das ist schön, dass es mit dabei gepackt ist. Ist zwar ein dünnes Klingeldraht, aber besser als gar kein Draht. Jetzt muss man hier gucken, ob hier nichts irgendwie dasteht. Ne, also hier ist eine Kurzanleitung, Beschreibung, wo was wie ist. Und eben halt dann noch eine Installations-CD. Die könnt ihr euch ja denken, ich denke mal Treiber. Muss ich mal schauen, ob aktuelle irgendwie, ob es aktuelle gibt. Dann werde ich die dann bei Kreativ mir mal runterladen. Beim Sound ist es ja wirklich wie bei Dings, bei CDs. Ich will mal ganz kurz gucken, wie gesagt, ob hier nichts drauf ist irgendwie. Installations-CD, ne, hier steht nur da Installations-CD, also eine ganz normale Install-CD. Und das sollte es gewesen sein. Ja, da ist nichts mehr weiteres drin. Und die packe ich auch mal beiseite. Jetzt kommen wir noch zu den letzten. Fach hier ganz unten sind noch Kabel. Ich packe mal die ein bisschen raus. So, noch löschen wir. Nö. Das sollte es gewesen sein. So, da habt ihr hier ein Y auf Klink- und Change-Kabel.
Ja, ihr könnt ja auch analog verbinden, er braucht kein TOS-Klink. Und dann habt ihr hier noch auch Change-Klink weiblich. Ist schön offen hier. Auch wieder vergoldet schön. Das beschlägt dann halt nicht so. Angeblich, keine Ahnung. Also ich finde meine glänzen nicht mehr. Ich habe viele oder einige Anschlüsse, die sind mit Gold überzogen. Aber trotzdem sind sie noch irgendwie, ja, weiß nicht, beschlagen. So, und hier habt ihr das Verbindungsteil, das Kabel, die Brücke halt. Das muss ich mal gucken, ja, wie sah das aus? Ich habe nämlich einige Bilder gesehen. Wo? Ah ja. Das ist schon mal, wie tue ich rum anfassen? So. Genau, hier. Ah, oder? Ja, das meine ich schon, das ist ja doof. Ihr seht, hier ist so eine Nase, gell? Und hier unten muss ja dann, ist ja auch so eine Nase, siehst du das? Hier so, oder so. Seht ihr die Lücke? Wenn ich jetzt die Karte so hinmache, ne? Also so. Ja, und die andere Karte, in meinem Fall, wird die wohl dann drunter sitzen. Und nicht oben drauf, also so. Das ist doch schon wieder ein bisschen dumm gelöst von kreativ. Also da war da nicht kreativ genug. Entweder hätte das hier, dass es übereinander sein müsste. Ja. Weil es hat ja Kinder so. Und selbst da ist es auch scheiße. Also bei mir ist es dann so ein Abstand, weil hier ist noch, hier dazwischen ist dann die Grafikkarte. Das kommt nach unten, das kommt nach oben. Aber was ich jetzt hinaus will, ist halt, es sieht dann doof aus, wenn das Kabel das hier nach oben, hä? Also so gesteckt und ich muss es dann so nach unten biegen. Da ist dann hier oben so eine Schleife. Ja, wie doof ist das denn? Also so? So? Und dann, hä? Ja, wie bescheuert ist das denn? Ich schließe das mal ganz kurz an. Das ist ja total dumm. Kreativ, da wart ihr nicht kreativ. Also, ihr seid ja, behaupte ich jetzt mal, Marktführer in der Soundtechnik. Aber ihr seid in der Beziehung ein bisschen, weiß nicht, blöd. Weil das ist doch dumm gelöst. Ja, die Anschlüsse gehen leicht. Das geht also wunderschön leicht zu stecken. So, und jetzt habe ich das. Hey, guckt euch das mal an, das ist doch total bescheuert. Das ist ja doof, seht ihr das? Nicht nur, dass das so eine Spannung steht, wenn das jetzt hier, ja, hier dahinter ist. So wäre es doch jetzt logischer gewesen, wenn das jetzt hier, ne, so übereinander gewesen wäre. Aber dann oben dieser Bogen, das hätte so sein sollen, also so nach unten, ne? Das ist ja ein bisschen, das ist ja total doof. Also das ist ja ein bisschen, also optisch sieht das dann scheiße aus im Gehäuse. Und gerade wenn das dann auch so ist. Ja, das ist ja doof. Also das ist schon ein bisschen hässlich, oder? Na gut. Das ist ja schon ein bisschen eigenartig. Also da haben sie nicht mitgedacht. Da haben sie irgendwie gepennt. Ich weiß nicht. Da haben sie irgendwie Scheiße gebaut. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein von den Unpacking. Ich will hoffen, ihr seid mir noch dran geblieben. Und euch hat es nicht so doll gelangweilt. Ich tue das nochmal ein bisschen hier hin, dass wir mal sehen können, was alles dabei ist. Ich habe halt ein bisschen viel gequatscht, aber ich wollte euch auch ein bisschen Informationen geben. Wie, was, warum, wieso. Und nochmal vielen Dank, Dennis, für deine Ratschläge und Mitgesuche und Empfehlungen. Aber ich werde mir keine neue. Ah, er hat ja gesagt, ich sollte mir doch eher dann lieber das Geld für einen neuen Receiver, eine neue Anlage holen. Aber ich muss sagen, ich bin so zufrieden mit meiner älteren Anlage. Ich werde die, glaube ich, erst ersetzen, wenn sie das Zeitliche gesegnet hat. Und ja, ich werde dann habe lieber das Geld für eine Soundkarte ausgegeben als eine neue Anlage, obwohl ich da eigentlich auch hätte gern mal eine neue gehabt, weil ich habe ja keine hochauflösenden Töne. Also kein DTS HD oder Dolby True HD.
Aber immerhin alles in 5.1. Ja, das soll es auch mal gewesen sein. Bis die Tage. Und tschüss.